Dania, ich bin vor dir! Siehst du mich nicht und Draco? Fluffy, seht ihr uns nicht? Ich verstehe das nicht. Hallo? Wo bist du denn hin? Hä? Oh mein Gott, Baby Khan, was hast du denn gemacht? Hey Leute! Was geht? Baby Khan hier mit... der fantastischen Mama Dania. Hallöchen. Und dem Draco. Und wo ist Fluffy? Fluffy ist selbstverständlich auch da. Fluffy, ja, also wir sind heute hier Bademeister und prüfen, ob hier alles soweit in Ordnung ist. Aber ist es soweit alles in Ordnung? Und als Bademeister, wisst ihr ja, da braucht man auch gewisse Kräfte. Ne? Man muss kräftig sein, man muss gut schwimmen können. Und ich meine, wir haben ja ein paar Zaubertränke hier bei uns in der Dotmi City. Und da dachte ich mir, wenn ich der beste Bademeister werden möchte, dann muss ich eigentlich ein paar Zaubertränke trinken. Baby Khan? So einfach geht das eigentlich. Ja, ich höre, Mama Dania. Was ist dein Plan nochmal? Möchtest du ich bin heute Bademeister. Mhm. Und was beinhaltet das so für Aktivitäten? Ja, dass so Leute wie du nicht ertrinken. Nein, ich meine, was du tun musst, damit du Bademeister sein kannst. Das darf ich dir leider nicht sagen. Das darfst du nur erfahren, wenn du im Club der Bademeister bist. Und ich sehe dich nicht da drinnen. Der Club der Bademeister? Ja. Habe ich selber erfunden. Baby Khan, ich habe dich doch gerade... den gibt's doch, oder? Schreib's mal bitte in die Kommentare. Damit machen wir dann ja das. Ich hab dich doch gerade. Ich hab dich doch gerade reden gehört. Du willst doch schon wieder diese komischen Zaubertränke trinken. Du machst nein, es nicht. Was? Du machst das nicht, Baby Khan. Was? Ich doch nicht. Weißt du, dass deine Stimme immer unnatürlich hoch wird, wenn du lügst? Ich? Baby Khan, bitte trink die nicht. Bitte trink die nicht. Was? Die danach. Also, ich sag die Wahrheit. Danach immer sehr schlecht. Aber sowas von. Aber sowas von. Ja, ist doch jetzt nicht schlimm. Also, ich, guck mal. Wir müssen jetzt auch zur heißen Therme, weil dort wird wieder ein Bademeister gebraucht. Oh, ich muss da auch hin mit Fluffy. Ja, ich komme dann gleich. Ich mache erst kurz Pause, okay? Okay. Gut. Natürlich mache ich jetzt nicht Pause, sondern ich brauche ein paar Zaubertränke. Also ich muss super schnell werden. Ja, ich muss super schnell werden. Das reicht eigentlich. Oh, ich muss nochmal gucken. Und vielleicht auch schwerelos. Dann kann ich schnell, also kann ich gut dahin springen. So, wie sieht's aus? Wurde schon bezahlt? Anscheinend noch nicht. So. Draco, wir fliegen jetzt nach oben. Dann gibt es einen super duper Zaubertrank. Ich mach nur Pause. Sie ist vorbei. Gut, okay. Also, wir werden das schon hinbekommen. Ne? Es wird super. Wieder ein paar Zaubertränke. Habe ich lange nicht mehr getrunken. Muss auch mal sein. Ne? Ich meine, weswegen werden sie sonst hier angeboten in der Dotmi City? Hallo? Habe ich wirklich eine hohe Stimme, wenn ich lüge? Zum Beispiel jetzt. Ich bin hübsch. Ich meine, ich bin hübsch. Aber jetzt fliegt los. Dieser Draco kann leider nicht fliegen, sondern nur der hier. Aber der ist jetzt auch schon ausgewachsen, das lohnt sich bei dem nicht mehr. Deswegen warte ich jetzt auf den nächsten, der kann dann wieder fliegen. Los, Captain, ich will los! Die Pause ist gleich vorbei. Gut, ich hätte natürlich auch mit Zoe dahin, mit Fiona dahin. Warum habe ich Fiona? Warum habe ich Fiona? Wo ist Zoe? Ach, die ist, glaube ich, bei Mama Dania. So, es geht los! So. So, dann kommen wir mit, Draco. So, welchen Supertrank holen wir uns denn heute? Also, ich muss super schnell sein. Den trinke ich schon mal. So, was ist das? Ich muss ja auch schweben können, aber Wachstumszaubertrank, nein, den brauche ich nicht. Anti-Schwerkraft brauche ich. So, vielleicht noch ein. Wuhu! Und vielleicht noch ein. So. Jetzt bin ich bereit. Mama Dania! Mama Dania! Wuhu! Ich kann Baby Khan irgendwie hören, aber... Mama Dania, ich komme! Okay. Wo bist du denn? Ich höre dich rufen, aber irgendwie sehe ich dich nicht. Ich bin jetzt am Pool. Also bei der heißen Therme.
Ich komm dahin. Ich komm dahin. Wuhu. So. Ich habe hier den besten Überblick. Momentan ist nicht so viel los bei der heißen Therme. Seht ihr? Baby Karl? Ein perfekter Bademeister. Oh, oh. Der wollte doch eigentlich. Ich bin geglitscht. Huch, der wollte doch eigentlich hier sein. Baby Karl? Mama Danja. Ja? Wo bist du denn? Baby Karl? Ich bin hier in der Wand. Ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Wo bist du denn in der Wand? Ich sehe so, seh dich nicht, ich teleportiere mich kurz zu dir. Warte, ich mach kurz Harry Potter. So, hier bin ich. Kahn hatte ich dich. Hallöchen. Hä? Wo bist du denn? Baby Kahn? Ich bin hier vor dir. Hast du deine Brille nicht auf? Doch, hast du. Baby Kahn? Ich höre dich, aber ich sehe auch Draco, aber ich sehe dich irgendwie. Baby Kahn? Na dann ja, ich bin hier. Baby Kahn? Hallo. Wo bist du denn, Baby Kahn? Hörst du mich? Ich höre dich, aber ich... Bist du hier irgendwo? Mama Danja, ich bin vor dir! Siehst du mich nicht und Draco? Fluffy, seht ihr uns nicht? Ich verstehe das nicht. Hallo? Wo bist du denn hin? Hä? Mama Danja, das ist jetzt kein Spaß. Hallo, Baby, ich bin vor dir. Baby Karl, ich höre dich doch, aber du bist nicht vor mir. Ich sehe dich nicht. Mama Danja, also... Hä? Hallo, ich bin doch hier vor dir. Das kann doch überhaupt gar nicht sein. Hä? Mama Danja, hallo. Also aus der Richtung kommt deine Stimme, aber... Oh mein Gott, Baby Karl, was hast du denn gemacht? Was denn? Was ist denn? Sehen meine Haare komisch aus? Baby Karl, du bist winzig. Ich bin immer klein, ich bin Baby Karl. Nein, ich meine winzig. Du bist... Ich sehe dich kaum mit bloßem Auge. Du bist allerhöchstens so groß wie eine Mini-Biene. Oh nein, ich weiß wieso. Oh mein Gott, Baby Kahn, was hast du denn gemacht? Ich habe ein paar Zaubertränke getrunken. Ich sehe dich, das war ein bisschen zu viel. Du bist wirklich. Ich habe dir doch gesagt, du sollst diese Zaubertränke nicht trinken. Warum bin ich? Aber Mama Danja, aber kannst du mich nicht sehen? Ich sehe dich, aber du bist so klein. Wie so klein? So klein. So klein. Na, kleiner noch. So klein. So klein. So klein. Und Draco? Na, Draco ist normal groß, aber du bist geschrumpft. Oh, Draco. Ja gut, Draco hat die Zaubertränke auch nicht getrunken, aber Mama Danja, bitte mach, dass es wieder rückgängig wird. Ich kann da nichts machen, Baby Kahn. Wirklich nicht. Wieso? Ich hab nur drei Anti-Schwerkraft-Zaubertränke getrunken und einen super schnellen Zauberkraft. Guck mal, ich glaube, du könntest dich sogar auf meine Schulter setzen, so klein wie du jetzt bist. Das konnte ich auch schon vorher, oder nicht? Nein, aber auf eine meine ich. Versuch das mal. Oh mein Gott, Baby Kahn, ich merke dich gar nicht. Du bist so leicht. Ja, danke, ich habe auch ein bisschen abgenommen. Aber Mama Danja, aber kannst du mir jetzt bitte nicht helfen? Bitte! Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich dir helfen soll. Ich habe so einen Fall noch nie erlebt. Du bist so winzig. Ich muss schon aufpassen, dass ich nicht über dich drüber laufe. Geh mal, such dir mal einen Spiegel. Warte, ich gehe nach Hause, okay? Ja. Mann, warum passiert immer mir das? Ich wollte doch nur... Aber da stand, dass man mehrere trinken soll. Guck mal, ich kann auch kaum Auto fahren. Ich fahre schon so Auto wie Mama Danja. Nein! Okay. Oh, wow. Okay. Hallo, ich bin gleich beim Mond. Au, au. Draco! Komm mit, wir gehen jetzt nach Hause. Mama Danja, wo bist du denn? Hörst du mich noch? Mama Danja, oh, es hört mich keiner. Oh Mann. Jetzt bin ich nicht nur Babykahn, ich bin Super Babykahn. Also super klein Babykahn. Oh Mann. Warum passiert immer mir das? Wo ist denn hier ein Spiegel? Da, also, warte. Also, ja, also, ich sehe aus wie immer. Mama Danja, ich sehe aus wie immer. Mama Danja, kannst du jetzt mal bitte nach Hause kommen? Ich kann doch so nicht in die Schule. Ich passe auch hier normal aufs Bett, aber warum kann Mama Danja mich nicht sehen? Also bin ich so klein geworden? Oh Gott.
gar nicht gut gehen. Baby Karl, bist du zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Ich bin oben im Haustierzimmer. Okay, ich komm da mal hin. Kommst du bitte? Ja. Ich stehe hier oben. Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen? Wo bist du? Wo bist du denn? Hier oben. Baby Karl? Hier vor Draco. Ich bin bei Draco. Oh nee, nicht, dass du ertrunken bist, Baby. Ah nee, ich höre dich ja noch. Ich bin bei Draco. Hörst du mich nicht? Hast du was an den Ohren? Ach, hier bist du. Ach, tut mir leid. Ich muss immer so aufpassen, dass ich nicht über dich drüber laufe. Oh, bitte nicht. Guck doch mal, du bist jetzt viel zu klein für die Badewanne. Du kannst jetzt gar nicht mehr rein. Mama Danja, was soll das heißen? Wie kriegen wir das jetzt hin los? Ich möchte, dass du das löst. Wie soll ich das denn jetzt lösen, Baby Karl? Hör auf, mich zu klatschen, mir geht's nicht gut. Ich brauche da ein bisschen Zeit für. Ich weiß auch nicht. Geh vielleicht erstmal in die Schule und pass auf, dass keiner über dich drüber läuft. Ja, okay, komm mit, Draco. Vielleicht erkennen mich die anderen ja noch. Mann, ey, warum passiert immer mir das? Ich wollte nur ein paar Zaubertränke trinken und... Warte. Mir fällt da was ein. Also, wenn Mama Danja mich nicht sehen kann, also, oder mich keiner sehen kann, dann bin ich ja fast eigentlich unsichtbar. Versteht ihr? Ich bin unsichtbar. Ich kann machen, was ich will. Gut, man kann immer Draco sehen. Den muss ich dann vielleicht verstecken, weil er läuft ja immer hinter mir her. Aber gut... Der kann ja auch alleine rumlaufen, also kann Draco ruhig bleiben. Der kann ja auch auf mich aufpassen. Leute, ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Wenn ich ruhig bin und nicht zu laut bin, dann wird mich keiner erkennen und keiner sehen. Dann kann ich machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Schreibt mal in die Kommentare, was am besten. Oh, das wird super. Leute, es wird super, sage ich euch. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Gut, ich bin super klein, aber das heißt, ich bin unsichtbar in Adopt Me City. Das wird eine super Zeit, sage ich euch. Ich habe so vieles vor, aber was am besten? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Klasse! Baby Khan ist allerhöchstens noch 1-2 Monate bei mir und dann... Meinst du, ich könnte ihn wieder nach Bloxburg zu euch schicken? Also ob er jetzt zu euch nach Bloxburg kommt, ob er dann wieder zu Matt geht oder... Nein, ich will nicht. Ich weiß es nicht, aber zu irgendwas Matt? Müssen wir Wie uns kannst du mich überlegen. Nur zu Matt schicken? Nein, bitte nicht. All das nur, weil ich diese Zaubertränke getrunken habe? Ich bin noch hier, also... Hey Leute! Was geht? Baby Khan hier in Adopt Me City mit Draco. Und vielleicht habt ihr es beim letzten Mal schon mitbekommen. Ich bin unsichtbar. Ja, also ich bin nicht unsichtbar, sondern ich habe beim letzten Mal super viele Zaubertränke getrunken. Und macht das bitte nicht nach, weil Mama Danja kann mich jetzt nicht mehr sehen. Also weil ich wohl super klein bin, wie so eine Ameise. Aber das ist nicht schlimm, weil... Also ich für mich persönlich wirke nicht so. Aber sie hat gesagt, es ist wohl so. Also dachte ich mir, ich erlaube mir mal den einen oder anderen Spaß heute in Adopt Me City. Draco, was haben wir denn heute vor? Sag mal an, was sollen wir machen? Ich habe ja auch eure Kommentare gelesen. Also, das, was ich auf jeden Fall machen werde, ist erstmal ein bisschen Mr. Fissi ärgern. Ne? Das ist ja klar. Das geht ja nicht anders. Ich muss Mr. Fissi ärgern. So, aber wir müssen uns auch vorher einmal ganz kurz ausruhen und auch frisch duschen, weil es soll natürlich auch, ne, mein Gestank soll ja auch nicht, ihr wisst schon, ne, weil sonst wisst ihr, okay, Baby Khan ist da mit seinem tollen Parfüm. Aber ich habe auch das Gefühl, also, wo ich das jetzt hier so sehe, Leute, also, ich habe das Gefühl, dass versteht ihr, dass mein Zimmer früher viel größer war? Also wirklich viel, viel größer. Also größer im Sinne von, jetzt ist es super groß. Ne, früher war es nicht so groß und also jetzt wirkt es viel, viel größer alles. Guck mal, ich komme kaum auf das Sofa, hallo? Das ist irgendwie komisch. Und hier auch, guck mal, ich kann Draco noch nicht mal sehen. Draco, stehst du auf? So, guck mal, wie groß Draco bitte ist. Warum ist der so groß? Okay, Draco, wir gehen jetzt raus und wir erlauben uns mal den einen oder anderen Spaß. Guck mal, hier die Treppe. Früher bin ich doch die Treppe ohne Probleme hochgekommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss über die Treppe klettern. Aber gut, ich bin unsichtbar. Ob ich so wohl Auto fahren kann? Ich glaube nicht. So, Draco, kommst du mit? Okay, du beschützt mich. So. Ich meine, wir könnten auch natürlich hier jetzt in diese Häuser einbrechen. Es würde nichts passieren. Es kann uns ja keiner sehen. Ja, gut, in Adopt Me City kann man in viele Häuser rein. Aber, also... Wow. Also, ob ich's hier... Ich gehe mal in den Pool rein. Raus! Ich habe das Gefühl... hallo! Ich habe das Gefühl, also ich ertrinke hier. Guck mal, wie groß du bist! Hallo! Das Haus sieht so riesig aus. Guckt euch mal diese Treppen an! Das ist immer ein schönes Haus, muss ich sagen. Das ist ein sehr schönes Haus. Guck mal, ich komme doch nicht mal auf diesen Tisch hier!
Guck mal, wie groß! Ist alles so hoch! Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Ich will jetzt zu Mr. Fissi gehen und gucken, was der so macht. Kann mich auch keiner hören. Guck mal, mein Haus, wie groß das aussieht. Das ist also wie viele Stockwerke und auch das Haus von Mama Danja. Das wird auf jeden Fall krass, sage ich euch. Super krass. Oh, hallo. Oh, boah. Guck mal, da war Dr. Pai. War das mein Dr. Pai? Ich weiß es nicht. Ist das Mama Tanja? Nein, das ist nicht Mama Tanja. Hey, Leute, könnt ihr mich sehen? Nein, oder? Die sehen mich nicht. Hoffentlich nicht. Hey, das sieht so einer aus wie ich. Hey, grüß dich. Du siehst ja cool aus. Warum seid ihr... Also, wer hat hier gefurzt? Ja, ich glaube, das warst du, Shane. Oh, das ist Mr. Fissi. Hallo? Hallo? Hört mich nicht. Mr. Fissi! Er denkt, das sind die hier. Hallo, Leute. Also, ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt. Ich glaube, ihr könnt mich sehen, oder? Also, ihr müsst das heute für mich übernehmen. Mr. Fissi! Okay, Leute, also, ihr dürft nicht... Also, wie könnt ihr mich denn sehen? Die sehen mich, also... Schon komisch, aber ich bin doch super klein. Und ihr könnt mich trotzdem erkennen. Hallo, Fluffy, bist du ein Neon-Fluffy schon geworden? Ach, guck mal, hier ist Dr. Pai. Hallo, hey, kann ich hier mal bitte vorbei? Mr. Fissi, er kann mich wirklich nicht sehen. Was? Warum hat er mich denn gesehen? Gut, vielleicht hat er ziemlich gute Augen. Leute, wisst ihr was? Ich verstecke mich hier in der Ecke. Hier kann mich bestimmt keiner sehen. Wie könnt ihr mich alle sehen? Hey, grüßt euch! Kann ich mal einmal vorbei? Dankeschön. Wie könnt ihr mich denn alle sehen? Warum kann Shane mich sehen? Ich hab nicht gefurzt, Shane. Das warst du. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Ich bin ziemlich verwirrt. Wisst ihr was? Ich gehe mal zu Justin. Draco, kommst du mit? Du bist noch da. Sehr gut. Wir gehen jetzt mal kurz zu Justin. Oder zu Lilly, weil Lilly sagt immer Hallo. Eigentlich. Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Okay. Nee, die sagen nichts. Aber hier, ihr könnt mich sehen, oder? Warum könnt ihr mich die ganze Zeit sehen? Das ist ja komisch. Ich fahre mal nach Hause und guck mal, ob Mama Danja mich noch sehen kann. So, aber Autofahren traue ich mich jetzt nicht. So, Draco, wir gehen jetzt mal zu Mama Danja, okay? Und gucken mal, ob sie uns jetzt wieder sehen kann. Weil anscheinend können uns hier viele sehen. Also Justin und Lilly haben uns nicht gesehen. Wir sind immer noch unsichtbar. Aber es ist doch alles so riesig hier. Also ich komme nicht so ganz darauf klar. Als wäre ich so super klein. Also bin ich ja auch anscheinend. Aber Leute, also nicht zu viele Zaubertränke auf einmal trinken, okay? Scheint nicht so gut zu sein. Warum auch immer. Obwohl es da steht. Ich fand es eigentlich auch ziemlich cool, aber... Anscheinend kann Mama Danja mich nicht mehr so gut sehen. Gut, kann natürlich auch an ihren Augen liegen, muss man sagen. Ne? Aber wenn die anderen mich sehen, dann muss mich Mama Danja auch sehen können. Aber ich sag lieber nichts. So. Ich gehe jetzt mal zu Mama Danja. Wo ist sie denn? Naja, ich habe ja jetzt schon relativ lange Fluffy und ich habe auch schon gesagt, also Baby Khan ist allerhöchstens noch 1-2 Monate bei mir und dann schaffe ich das auch nicht mehr. Ich muss mich ja auch irgendwann noch um Fluffy kümmern. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich das noch alles machen soll. Ja, die anderen Pets habe ich ja auch noch, richtig. Genau, also mein Plan ist dann eigentlich Baby Khan zu Baby René und zu Baby Claudia zu geben. Aber der hat jetzt halt auch schon wieder so viele Tränke getrunken. Und jetzt ist der winzig klein geworden und ich weiß überhaupt gar nicht, was ich noch machen soll. Was soll ich denn abgeben? Was habe ich denn gemacht? Ja. Ja, ich weiß, Tanja, aber es bringt halt alles nichts. Ich will nicht zurück nach Bloxburg. Ich weiß, dass es ihm auch bei euch in Bloxburg ganz gut... Meinst du, ich könnte ihn wieder nach Bloxburg zu euch schicken?
Naja, mir ist aber nicht ganz, also mir ist noch nicht komplett wohl dabei, aber vielleicht finden wir ja irgendwie eine Lösung, die für alle passt. Also ich denke, Baby Khan würde sich total freuen und... Das würde ich nicht. Nein, aber weißt du, er ist in letzter Zeit so extrem anstrengend. Ich weiß überhaupt gar nicht, aber du siehst mich doch gar nicht. Ich bin doch unsichtbar. Also kann ich gar nicht anstrengend sein für dich. Ja, er hört halt auch nicht auf mich. Letztens hat der Baby Claudio einfach das Neon-Pad abgescammt. Ich sehe mich hier auch nicht im Spiegel. Ja. Ja, ja, das musste ich Baby Claudio natürlich wieder zurückgeben, aber ich... Ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich mit Baby Khan weiterverfahren soll, aber er wird definitiv nicht bei mir bleiben. Das kann er vergessen. Absolut nicht. Nee, nee. Also ob er jetzt zu euch nach Bloxburg kommt, ob er dann wieder zu Matt geht oder... Nein, ich will nicht. Ich weiß es nicht, aber zu irgendwas Matt? Müssen wir uns da überlegen. Kannst du mich nur zu Matt schicken? Ich verstecke mich jetzt hier unter diesem Sofa. Dann kann mich keiner sehen. Sie will mich einfach eiskalt wegschicken. Habt ihr das mitbekommen? Sie will mich wegschicken. Ja, genau. Und ich hatte dann auch überlegt, also vielleicht hole ich dann Oma Olivia nochmal hierher. Vielleicht kann sie dann hier einziehen. Vielleicht kommen wir uns dann ja wieder näher. Oder vielleicht will Matt ja auch hier einziehen und Oma und Baby Khan kann zu Oma Olivia. Nein, bitte nicht. All das ja, nur, genau. Weil ich also auf jeden Fall müssen wir da was habe. Machen. Weil ich habe einfach nicht mehr genug Zeit für ihn. Er ist einfach zu anstrengend. Ja. Danke dir, Tanja. Mach's gut. Ciao. Ich verstehe euch. Komm mit, Schlaffi. Du hast noch ein paar Dinge, die wir erledigen müssen, damit du auch schön wächst, damit ich dich bald zu einem kleinen Neon-Fluffy machen kann. Aber wieso? Ich habe doch nichts gemacht. Warum will sie mich denn jetzt wieder weggeben? Das ist doch nicht fair. Ich guck mal, ob sie mich sehen kann. Ich gehe jetzt mal zu ihr. Fluffylein. Mein kleines Fluffylein. Ja, du hast aber ganz schön Hunger gehabt, ne? Ich glaube, sie ist gut. So. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal zu ihr und gucke, ob sie mich sehen kann oder nicht. Tipp, tap, tippity dap, tap, 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 tap. Tipp, tap, tippity dap, fluffy. Hey, ich du bist ein kleines Fleckleinchen. Du bist so ein süßes kleines Mäuschen und bald ersetzt du Baby Khan komplett. Wird das nicht schön? Ja, wundervoll. Hey, Mama Danja! Hab ich gerade was gehört? Mama Danja, ich bin in meinem Zimmer! Ich hab nichts gehört. Mama Danja! Ist Baby Khan am Rufen? Mama Danja, ich bin hier auf der Treppe, sei vorsichtig! Hallo! Nee, ich glaube, das red ich mir nur an. Mama Danja! Mama Danja! Also ich höre hier. Ich höre hier. Dann bleib ich schon auch nicht Sachen. Zu Hause. Nein, dann bleib ich nicht zu Hause. Draco, du kommst mit. Ich bleibe nicht zu Hause. Ich weiß schon, wo ich Hilfe bekomme. Hm. Leute, es tut mir leid, aber ich muss jetzt zu Baby René und Baby Claudio. Die können mir nur bei sowas helfen. Wisst ihr, also, die sind schon gute Freunde, wenn man sie mal braucht. Also, hoffentlich. Leute, könnt ihr bitte Baby René und Baby Cloud schon mal schreiben, dass ich auf dem Weg zu denen bin und dass sie bitte die Tür aufmachen soll, weil ich finde jetzt das Haus von denen nicht und ich verstecke mich so lange bei mir zu Hause, okay? Und schreibt das bitte, dass ich zu denen will und das wäre super. Mama Danja will mich anscheinend nicht mehr. Und das nur, weil ich die ganzen Zaubertränke getrunken habe. Tschüss. Da kommt mir eine Idee! Wie wär's, wenn ihr auch diese Zaubertränke trinkt und dann seid ihr auf der gleichen Größe wie ich? Oh. Da muss ich mal überlegen. Ja, okay, ich bin dabei. Das ist eine super Idee. Wollen wir mal gucken, ob wir Mama Danja veräppeln können? Wo ist denn Mama Danja? Das ist auch eine gute Idee. Kommt mal mit. Aber ihr müsst leise sein. Sie darf uns nicht hören, okay? Hey Leute, was geht? Baby Khan hier immer noch in Adopt Me City und das immer noch anscheinend super klein. Also danke, dass ihr Baby Claudio und Baby René geschrieben habt. Und ich bin jetzt hier bei Baby Claudio, aber ich war auch schon zu Hause, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und deswegen müssen wir gleich noch bei Baby René schauen. Ja, du kannst mich sowieso nicht sehen, ich weiß. Baby Claudio, es wird sowieso schwierig, weil man kann mich ja sowieso kaum hören. Ich sollte vorsichtig sein, also... Nicht, dass mich noch, dass jemand auf mir trampelt, ne? Baby Claudio? Nein, ich habe jetzt keine Lust auf eine Party. Draco, kommst du mit? Wir gehen jetzt mal zu Baby René. Aber wo ist das Haus von Baby René, frage ich mich. Ist es vielleicht hier? Nein. Tante Bianca? Nein. Ah, hier. Ich hoffe, wir sind zu Hause, Leute. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben,
den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Hallo? Hallo? Bibikan, bist du das? Ja, könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Komm rein, ja, wir können dich hören, aber... Moment. Du bist ja ganz klein. Ja, also, mir ist was passiert, aber könnt ihr mich sehen und könnt ihr mich hören? Baby Claudio, wie sieht's bei dir aus? Bitte vorsichtig tanzen, nicht, dass du auf mich trampelst. Baby René, siehst du ihn? Ich sehe da irgendwas am Boden rumhuschen, als... Hier, ich bin genau vor dir. Baby René, ich bin jetzt genau vor dir. Da, wo Fluffy ist. Ich höre ihn, aber sehen tue ich ihn nicht. Ich bin hier. Baby Claudio, schau mal auf den Boden. Irgendwas läuft da rum. Ich dachte, das wäre eine Ameise, aber ich glaube... Das kommt aus der Richtung, wo man die Stimme auch von Baby Khan hört. Oh nein, was... Ja, ich hab ein Problem. Können wir bitte sprechen, aber oben? Ja. Ja, können wir machen. Dann geh du mal vor, damit wir nicht auf dich drauf trampeln. Ja, wartet, seid vorsichtig. Ich will hier in dieses Zimmer. So. In welches Zimmer ist er gegangen, Baby René? Hier, ich bin in diesem blauen Zimmer, wo Welcome steht. Okay. Ich muss mal, glaube ich, meine Brille rausholen, damit ich dich erkennen kann. Also ich bin jetzt zwischen den Pflanzen. Könnt ihr mich sehen, da wo Draco ist? Draco unter dem Schild. Sehe ich gar nicht. Hallo Draco. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Leute, ist es was richtig Schlimmes passiert? Was denn? Okay, und was? Und zwar habe ich Mama Danja gehört, weil sie mich ja auch nicht sehen kann, dass, also, liebe Claudio, kannst du mal aufhören zu tanzen? Na gut. Also, ich habe gehört, wie sie mich weggeben möchte. Ja, weil ich so anstrengend bin und wahrscheinlich, weil ich jetzt so super klein geworden bin und diese ganzen Zaubertränke. Da kommt mir eine Idee! Also, wie wär's, wenn ihr auch diese Zaubertränke trinkt und dann seid ihr auf der gleichen Größe wie ich? Oh. Okay, so klein. Da muss ich mal überlegen. Bitte, dann bin ich nicht alleine. Und ganz wichtig, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, man ist dann ja eigentlich quasi unsichtbar, ne? Okay, das heißt, man kann alles machen, was man möchte. Das ist cool. Ja, okay, bin dabei. Das ist okay, eine super Idee. Okay, kommt mit, ich zeig euch wo. Baby René, könnt ihr mich noch sehen? Baby René, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ja, ich glaube... Wir treffen uns erstmal bei diesem Flugschiff auf der Adoptionsinsel, okay? Okay. Ja, aber dann geh du vor, Baby Khan. Ja, wir treffen uns da. Also geht ihr vor, sonst werdet ihr mich noch, versteht ihr? Ja, okay, das ist ja. Und Baby Claudio kann ja dann das Schiff bezahlen. Ja. Kostet auch nur 150 Robux. Kein Problem. Danke. Oh, Baby René, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht Baby Khan überfahren. Ja, ihr seid super schnell, ich sehe das. Ich bin ganz schnell losgefahren, damit ich kein Risiko eingehe, dass ich den überfahre. Okay. Leute, zumindest sind Baby René und Baby Claudio auf meiner Seite. Ich meine, ein Vorteil ist natürlich, dass Mama Danja mich nicht rausschmeißen kann, wenn sie mich nicht findet. Versteht ihr? Also sie kann mich ja nicht finden. Und dementsprechend kann sie mich auch nicht rausschmeißen. Hey, hallo. Claudio, ich bin's. Ich bin hier vor dir. Wo bist du, Baby Khan? Beim Auto? Nein, also ich gehe jetzt auf das Schiff. Okay. Wollt ihr jetzt auch auf das Schiff? Baby René, wo bist du, Baby René? Ja, bin auf dem Weg. Komm, ich geh auf dieses Schiff. Okay, wir kommen aufs Schiff, okay. Ich hab jetzt ein Ticket gekauft, ist okay. In einer Minute fliegt es dann nach oben. Ich sitz ganz hinten, bitte nicht auf mich setzen, okay? Okay, dann gehe ich mal auf Nummer sicher und setz mich hier vorne hin. Ja, okay, danke. Also, vielen Dank. Also, ich weiß, ihr könnt mich jetzt noch nicht sehen, aber gleich sind wir auf einer Größe und dann machen wir die Stadt unsicher, okay? Ja, okay. Gut. Weil dann können wir über Leute lästern und die bekommen das nicht mit. Stimmt, beziehungsweise, das ist natürlich praktisch. Wir können so tun, als ob jemand pupst und dann einfach abhauen. Das ist eine gute Idee. Apropos gepupst, Baby Claudio, hast du gepupst, weil ich stinkt hier? Nein, das war Draco. Stimmt, ich setz mich mal besser ein. Draco furzt nicht! Sind wahrscheinlich deine Haare. Nee. Hey! Baby Claudio, sei vorsichtig, du bist neben mir! Okay, ich mag aber das Risiko. Ja, aber du bist. Hallo? Weißt du wie. Nein, hör auf hier rumzuspringen! Baby René, kannst du ihm das bitte sagen? Ich kann's sagen, aber der wird nicht auf mich hören. So, okay, Baby Claudio, bleib hier. Okay, ich bleib jetzt hier. Weißt du, ich könnte versterben dabei. Ja, wieso hast du dich denn so klein gemacht? Ja, ich wollte das nicht. Ich zeig euch gleich, wie das passiert ist, okay? Ja, okay, ich bin gespannt. Ihr müsst drei Anti-Schwerkraft-Zaubertränke trinken. Drei Stück? Aber das soll man noch nicht. Ja, aber da steht, man kann ruhig mehr trinken davon. Na gut. Baby René, du musst mal wieder am Essen. Ja, ich hatte Hunger. Ich kann jetzt auch nicht mehr fliegen, das ist voll schlimm. Ich muss ja noch die Zeit genießen, wo ich so ein ganzes Sandwich essen kann, weil gleich bin ich genauso groß wie das Sandwich. Hier, wir müssen raus! Okay, dann geh du mal bitte vor. Ich kann schon wieder überhaupt nicht sehen, wo du gerade steckst. Wo ist er denn? Ich bin jetzt schon in der Tür. Okay. So, ihr müsst hier nach rechts und ihr müsst diesen Anti-Schwerkraft-Zaubertrank trinken. Drei Stück davon. Drei Stück? Okay.
Ja, jeder von euch. Okay, ich habe 3 Stück jetzt. Ich habe auch 3. Okay, dann runter damit. Und dann runter damit. Und dann runter damit. Okay, ich weiß nicht. Also ihr seht für mich immer noch gleich groß aus, aber vielleicht könnt ihr mich jetzt sehen. Ja, damit kann man auch richtig hochspringen. Wie sieht's denn aus? Könnt ihr mich jetzt sehen? Ja, ja, hat funktioniert. Ich glaube, ja! Ich bin jetzt genauso klein. Uiuiui, ich bin jetzt echt ziemlich klein. Oh nein, klein. Wir müssen also aufpassen. Ich habe damit ja ein bisschen Erfahrung. Dementsprechend müssen wir vorsichtig sein, okay? Ja. Ja, okay. Aber ihr könnt mich sehen, ne? Ja, wir sehen dich. Ja. Jetzt bist du wieder ein bisschen größer zu erkennen für mich. Was mache ich denn gerade? Du hüpfst. Du springst gerade. Ja, gut, okay, alles klar. Kommt mit. Wir machen jetzt die Stadt unsicher. Wow. Au! Baby Khan, du musst ins Wasser springen. Ja, ich weiß. Also, ich wäre dafür, dass wir jetzt erstmal hier auf dieser Adoptionsinsel ein bisschen die Leute veräppeln. Okay. Also, Baby Claudio, du kennst dich ja mit dem Scam aus. Aber das machen wir trotzdem nicht. Na gut. Okay, also, wir könnten ja eigentlich hier ein bisschen Limonade klauen. Das würde ja keiner sehen, oder? Das ist eine gute Idee. Gute Idee. Geht das denn? Nein. Ja. Oh, ja, das geht. Ich hab für $1 was geklaut. Ich hab auch was geklaut. Ich hab auch eine. Und ich glaube, man hat uns wirklich überhaupt nicht gesehen. Nein, ich glaube auch nicht. Und $1 ist ja nicht so viel. Also ich glaube, das war schon ziemlich gut. Und ich glaube, okay. Die Limonade, die ist jetzt echt genauso groß wie ich. Also da kann ich jetzt echt ein ganzes Jahr was von Baby Khan? Okay, ja. So sollen wir in die Schule gehen und... Ja, also weißt du, was wir machen können? Was denn? Ihr könnt ja beide auf die Schulter von Mr. Fissi und ich machen ein Foto von euch. Oh, yo. Gute Idee. Und der wird das, glaube ich, gar nicht merken, weil ich glaube, ich wiege gerade 5 Gramm oder so. Ja, los. Okay. So, ich bin hier. Ich bin okay, hier. Dreht euch zu mir. Ja. Klasse Foto, los, schnell weg hier. Okay. Aber ich glaube, er hat gar nichts gemerkt. Er hat gar nichts gemerkt. Doch, er ruft gerade Baby René und Baby Claudio. Weg hier. Weg hier. Aber wie hat er euch gesehen? Nee, wir haben mir was ins Ohr geflüstert. Okay, wollen wir mal versuchen, ob wir vielleicht ein Royal Egg irgendwie bekommen? Ja, können wir machen. Okay, aber nur, wenn wir dafür nichts bezahlen müssen. Aber vielleicht können wir jetzt mit unserer neuen Größe da einfach eins klauen. Ja, warte mal, ich gehe jetzt mal kurz. Ja, Baby Khan, geh du vor. Seid leise. Baby Khan, klau mal auch eins für uns beide auch mit. Sir Woofington kann uns sehen, glaube ich. Der bellt mich an. Ja, das ist ein Haustier. Ah! Okay. Dann besser weg hier. Wie hat er uns denn gesehen? Ja, gut, okay. Also vielleicht die Hundeaugen sind vielleicht ein bisschen besser. Ja. Ach so, ja, das kann natürlich sein, dass Tiere uns sehen können, weil die sind ja auch ein bisschen kleiner. Und seine Nase ist halt echt gut. Der hat uns bestimmt gerochen. Wahrscheinlich, ja. Okay. Hättest du mal gerade nicht gepupst, dann hätte der uns vielleicht nicht gerochen. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir Mama Danja veräppeln können? Wo ist denn Mama Danja? Das ist auch eine gute Idee. Kommt mal mit. Aber ihr müsst leise sein. Sie darf uns nicht hören, okay? Sind wir. Ich hoffe, ihr kommt ins Haus rein. Ja, klar. Baby René, weißt du, wie man reinkommt? Aber guck mal, so viele Leute sind hinter uns her. Meint ihr, dass die uns vielleicht sehen können? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die sehen nur Draco. Ach so, ja, natürlich, stimmt. Stimmt, Draco, da fliegt ihr gerade alleine umher. So sieht das für die aus. Ich bin manchmal so blöd. Ja, ehrlich, Baby Khan, das bist du. Hallo, ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt. Baby Khan, und falls wir nicht wissen, wie wir bei Mama Danja reinkommen, Baby René kennt sich gut mit Mama Danjas Haus aus. Wir sind jetzt auch so klein, wir können einfach durchs Schlüsselloch klettern. Aber die Tür ist auch offen. Oh, kommt ihr rein? Ja, wir sind drin. Ja, sind drin. Seid ruhig. Welcome. Wo ist sie? Vielleicht oben? Hey, hör auf zu furzen! Ey, das war Baby René. Baby René, was hast du wieder gegessen? Wurst? Das Sandwich, das war scheinbar schon ein bisschen älter. Da waren ein paar Erbsen drin. Okay, pst. Oh, da ist sie. Guck mal. Okay. Hey, mach doch nicht die Tür auf! Warum macht ihr die Tür auf? Das war ich nicht. Keine Sorge, die hat nichts gesehen. Wir sind 2 Millimeter groß. Oh. Die ist gerade... Sie hat uns nicht gesehen. Uiuiui, die ist fast auf mich draufgetreten. Aber ich lebe noch. Aber sie hat uns nicht gesehen, ne? Das ist Nein. doch cool. Die hat ja auch gar nichts gesagt. Die hätte doch direkt Hallo gesagt. Ja, also wisst ihr was? Also, kommt mal mit. Ja? Sollen wir wieder zu euch nach Hause? Ja, können wir machen. Weil ich muss was mit euch besprechen. Oh, guck mal, da ist Baby Claudio. Guck mal, hier ist Baby Claudio. Meinst du den kleinen Hund? Ja. Der ist doch süß. Ja, er ist auch süß. Okay, so, also... Wir müssen da hinten hin. Genau, also, zu mir nach Hause geht's hier entlang. Also, ich habe Folgendes vor. Mama Danja möchte mich ja eigentlich nach Bloxburg zurückschicken. Oh nein. Und das möchte ich nicht. Und dadurch, dass wir jetzt alle 3 so klein sind, ne? Ja.
Also, wir müssen ja eigentlich gar nicht weg. Also, wir könnten ja zu dritt jetzt in diesem Haus hier bei euch wohnen. Ja, und wenn ihr hier reinkommt, dann findet ihr uns auch gar nicht. Und das ja, genau. heißt, dann kann die dich auch gar nicht nach Vlogsburg schicken. Ja. Ist doch super, oder wir können, nicht? Wir können uns hier einfach im Baum verstecken und da wird uns einfach keiner sehen. Das stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Also, dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, dass wir eine neue Familie sind. Oh, wer hat das denn hier hingebaut? Oh, wer macht das denn? Ich war das auf jeden Fall nicht. Ich auch aber nicht. Das war ich würde sagen, okay, aber welches Zimmer bekomme ich denn dann? Du kannst mit mir in ein Zimmer wohnen. Ach nö, möchte ich aber du nicht. Weißt du, wo du schlafen kannst? Kann ich nicht am Pool schlafen? Nein, weißt du, wo du schlafen kannst, Baby Khan? Du kannst auch am Pool schlafen. Wo? Du kannst in da im Hundebett schlafen. Ja, kann ich gerne machen. Das ist auch gemütlich. Das ist wahrscheinlich gemütlicher als bei dir. Ja, das stimmt. Und es stinkt nicht so. Ja, da hast du auch recht. So, aber ganz wichtig ist, wir gehen nicht zurück zu Mama Danja. Ist das klar? Okay, sie will mich ist weggeben abgemacht. Und das kommt nicht in Frage. Okay, aber das kriegen wir hin. Wir bleiben für immer zusammen, okay? Okay. Ja, okay. Also Leute, ihr habt es gehört, Baby René und Baby Claudio sind voll auf meiner Seite. Und das heißt, wir bleiben für immer zusammen und werden hier jetzt, also in dieser super Mini-Welt halt zusammenleben. Und so ist das halt. Kann ich nicht ändern. Ich werde halt nicht wieder groß. Da muss ich ein paar Jahre warten. Und von der Ameise bis zum Menschen, das dauert ein paar hundert Jahre wahrscheinlich oder Millionen Jahre. Also wir sehen uns in ein paar Millionen Jahren. Tschüss. Also ich kann nicht mit Mama Danja so richtig sprechen. Also ich war auch bei Mama Danja nicht mehr seit dem Telefonat, also seitdem ich da mitgehört habe. Ich weiß auch nicht, ob ich hier das sagen soll. Ich habe echt keine Lust mehr. Keiner beachtet mich und keiner möchte mir helfen. Baby René und Baby Claudio sind auch schon wieder weg. Ich glaube, wir müssen mal reden. Hey Leute, was geht? Baby Khan hier in Adopt Me City und wie sollte es anders sein? Baby René und Baby Claudio haben mich mal wieder alleine gelassen. Und ich habe die seitdem auch nicht mehr gesehen. Weil wir halt super klein sind und ich finde sie halt nicht. Und die Stadt ist halt super groß und ich bin jetzt hier bei mir zu Hause. Ich habe es irgendwie auf dieses Sofa geschafft. Frag mich nicht bitte wie. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Und ich muss halt langsam echt sagen, das gefällt mir nicht. Also, ich kann nicht mit Mama Danja so richtig sprechen. Also, ich war auch bei Mama Danja nicht mehr seit dem Telefonat, also seitdem ich da mitgehört habe. Ich weiß auch nicht, ob ich hier das sagen soll. Ich find's echt langsam ein bisschen langweilig, weil es sieht mich halt auch keiner. Und ich kann mich mit keinem unterhalten so wirklich. Außer mit Draco natürlich. Aber Draco, merkt man auch, ist auch schon langsam gelangweilt. Und vielleicht gehen wir einmal kurz auf den Spielplatz. Vielleicht sehen uns da ein paar Leute. Draco, kommst du mit? Wir gehen mal kurz auf den Spielplatz. Weil wenn das nicht klappen sollte... Sorry, aber dann werde ich mit Mama Danja sprechen. Geht nicht anders. Muss ich halt machen. So, ich gehe jetzt zum Spielplatz. Und ihr merkt, ne, guck mal, wie lange ich immer brauche dafür. Ich brauche so lange immer, bis ich da bin, weil ich so klein bin. Ich meine, ich war vorher schon ein Baby und jetzt bin ich ein richtig kleines Baby. Ich bin eine Baby-Ameise. Also, mir gefällt das nicht so wirklich. Bin auch ein bisschen traurig darüber. Natürlich auch über die ganze Sache, dass Mama dann ja mich wieder nach Bloxburg schicken will. Obwohl das der Horror für mich ist. Hey, Leute. Also, ich kann hier wahrscheinlich mittlerweile durch, oder? Ja. So. Was ist das denn? Hallo, könnt ihr mich sehen? Hallo? Anscheinend nicht. Wie sieht's aus bei euch da oben? Hallo? Könnt ihr mich sehen? Das ist alles so riesig hier. Hallo? Guck, das meine ich. Also, beim letzten Mal sind uns alle hinterhergelaufen. Wahrscheinlich wegen Baby René und Baby Claudio, weil die noch sehen konnten. Aber guck, mich kann keiner sehen. Hallo? Läuft einfach vorbei. Dann bleibe ich halt hier, weil hier kommt keiner, glaube ich, rein. Hier kann ich mich zumindest noch verstecken. Toll. Jetzt sind schon wieder alle weg. Genau das meine ich. Keiner möchte mit mir was machen. Warum? Weil man mich nicht sehen kann wahrscheinlich. Weil ich so unsichtbar bin. Und so winzig. Ich werde jetzt nochmal zu Mama Danja gehen. Vielleicht hört sie mich ja jetzt mal. Es kann ja nicht so weitergehen. Oh, da ist eine Riesenuhr. So, zumindest komme ich noch in das Haus rein. Mama Danja! Mama Danja! Oh, ich glaube, ich höre Baby Khan. Fluffy, geh mal kurz. Wo bist du? So, Baby Khan, höre ich dich da? Wo bist du? Hier, Mama Danja, ich bin vor dir, kannst du mich sehen? Du? Hallo, Vorsicht! Baby Khan, bist du unten? Nein, ich bin hier, auf der Treppe!
Auf der Treppe. Du, wir haben mehrere Treppen. Du musst mir schon sagen, welche. Wir treffen uns vor der Donutmaschine. Okay. Tut mir leid, ich sehe dich nicht so gut. Ich habe auch ja, keine ich weiß, auf. Ich weiß. So, Mama Dania, ich bin jetzt hier in der Ecke. Vor der Donutmaschine. Kannst du mich sehen? Ah, ja, ich sehe dich auch, Babykahn. Ich habe das Mama Gefühl, Dania, du bist immer kleiner. Ich war ja seit ein paar Tagen nicht mehr zu Hause. Ja. Das hat auch einen Grund. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen, weil ich dachte, vielleicht bist du da, weil du halt so klein bist. Dachte ich, vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen. Ja, super witzig. Weißt du was? Ich habe dein Telefonat mit Tante Tanja mitbekommen. Weil ich so klein bin, hast du mich ja nicht gesehen. Und aus diesem Grund weiß ich, dass du mich zurück nach Bloxburg schicken willst. Und das will ich nicht. Also Baby, kann das Telefonat solltest du gar nicht hören. Ja, und ich habe es aber mitbekommen. Und nur weil du mich nicht sehen kannst, dafür kann ich ja nichts. Also Baby kann jetzt hier erstmal eine Sache. Erstmal eine Sache, ja? Was? Du darfst das nicht ausnutzen, dass du so klein geworden bist. Ja, aber was soll ich sonst machen? Es sieht mich ja keiner und keiner beachtet mich. Ja, aber Baby kann ich, also pass auf. Eine Sache. Was? Hörst du mich überhaupt noch? Ich verstehe, dass du traurig bist. Hallo! Was denn? Warum schreist du denn so? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ja, aber manchmal hörst du mich ja nicht so gut. Warum schrei ich denn jetzt auf einmal? Aber gut, ich höre zu. Also pass auf, ich verstehe schon, dass du traurig bist wegen des Telefonats, weil da habe ich nicht so nette Sachen gesagt. Ja, das stimmt. Aber du darfst es auch nicht ausnutzen, dass du jetzt plötzlich so klein geworden bist. Das geht auch nicht. Stell dir mal vor, jeder Superheld würde seine Kräfte einfach ausnutzen, nur um andere Leute auszuspionieren. Um seine eigene Familie auszuspionieren oder den zu schaden. Ja, okay, das macht man nicht. Ich gebe dir ja recht. Ja. Aber ich hatte halt Angst, wo du dann das gesagt hast und... Nein, ich habe das gar nicht so ernst gemeint. Also das war eigentlich eher so... Also ich habe mich nur so ein bisschen aufgeregt. So wie du vielleicht manchmal mit deinen Freunden sagst, ja, ich hau ab von zu Hause, weil Mama Dania hat nicht mehr genug Vanille-Frosting da oder so. Ja, das ist aber auch ein Grund. Ja. Nein, das musst du gar nicht so ernst nehmen. Okay, okay, gut, dann bin ich da ja beruhigt, aber trotzdem, Mama Dania, dadurch geht's mir ja nicht viel besser, weil ich bin immer noch so winzig und... Das mal, Fluffy bist du ist allerdings, so riesig. Du bist wirklich ziemlich winzig. Und Draco ist auch so groß und ich komme so nicht klar in der Dot Me City, was machen wir denn jetzt? Du musst mir helfen, du bist die Bürgermeisterin, du musst eine Lösung für mich finden. Ja, also, pass auf, wir können uns doch aufteilen und wir suchen einfach beide, du mit Draco und ich mit Fluffy, suchen wir nach einer Lösung. Es muss ja, wenn okay, es hier vielleicht nach so einem Zaubertrank, der mich wieder groß macht. Zum Beispiel. Einfach irgendeine Lösung muss es ja geben und wenn es hier eine Adopt-Me-City passiert ist, dann gibt es also hier auch das Gegenteil. Wir teilen uns auf. Ich gehe auf die Adoptionsinsel und du fragst alle drumherum, okay? Genau. Am besten hier in der Nachbarschaft. Ich gebe mein Bestes. Ich befrage hier alle. Okay, bitte. Nein, sei vorsichtig. Ich muss jetzt erstmal raus. Bleib erstmal stehen. Nicht, dass du mich auf mich tretest. Okay. So, okay. Ich gehe dann kurz zur Adoptionsinsel, okay? Ja, viel Spaß, Babykahn. Ja. Okay. Okay. Da bin ich jetzt erstmal beruhigt, dass ich soweit in der Dot Me City bleibe. So, und jetzt heißt es erstmal Richtung Adoptionsinsel. So, komm, Fluffy. Wir machen uns jetzt ein bisschen einen entspannten Tag. Mhm. Oh, wir haben schon ewig nicht mehr in diesem Blubberbad gesessen. Ein Traum, wirklich ein Traum. Weißt du, dass ich das mit dem blinkenden Licht wirklich schön finde? Hey Leute, sagt mal, weiß jemand von euch, wo es so Zaubertränke gibt, um mich wieder größer zu machen? Hallo? Hallo? Weihnachtsmann, hallo. Also, weißt du, wo es vielleicht einen Zaubertrank gibt, damit ich keine Ameise mehr bin? Doch, ich bin eine Ameise, aber warum kannst du mich sehen? Hm? Hä? Mr. Fissi? Mr. Fissi? Okay, da kann mich nicht sehen. Aber warum konnte mich der Weihnachtsmann sehen? Gut, er ist der Weihnachtsmann, vielleicht deswegen. Hallo, Shane? Shane! Auch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen krank. Vielleicht, aber natürlich, vielleicht sollte ich im Krankenhaus einfach mal gucken. Da gibt es doch, es ist das Krankenhaus, hallo? Sie können mir bestimmt helfen. Ich meine, wenn es da oben die Zaubertränke gibt, um mich klein zu machen, dann gibt es bestimmt einen Zaubertrank im Krankenhaus, um mich wieder groß zu machen. Ich hoffe nur, Dr. Hart kann mich sehen. Aber Mr. Fizzy kann mich nicht sehen, oder? Fragen wir mal.
Vielleicht hat Mama dann ja auch schon die Lösung gefunden. Wer weiß, vielleicht haben wir so Wissenschaftler bei uns in der Nachbarschaft. Oh, Fluffy, du kleines Mäuschen, du trinkst ja richtig viel. Du wirst bald ganz groß. Kannst du mich sehen? Anscheinend nicht. Hallo? Kannst du mich sehen? Hey! Anscheinend auch nicht. Klasse. Aber vielleicht... Ich probiere mal so einen goldenen Apfel. Vielleicht hilft der. Vielleicht, also, der macht mich ja nicht nur gesund, sondern vielleicht werde ich damit auch wieder groß. Muss ich gleich mal testen. Aber erst einmal muss Draco auch hier hin. So, Draco. Draco, du bist so groß. Da bekommt man schon richtig Angst. Ein XXL Draco. Mein kleines, süßes Fluffylein. Woo! Woohoo! Meine Haare wehen im Wind. Warte, ich muss noch mal kurz zum Weihnachtsmann. Weihnachtsmann! Ist irgendwas bei mir auffällig? Nein, oder? Keiner kann mich sehen, außer der Weihnachtsmann. Das ist ja komisch. Aber gut. Er ist der Weihnachtsmann, vielleicht aus diesem Grund. So, ich frage jetzt erstmal bei Mama Danja, ob sie schon was weiß. Beziehungsweise, ob es gewirkt hat mit dem goldenen Apfel. Vielleicht reicht das ja auch schon. Ich hoffe. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder da. Also, ich bin wieder auf normaler Größe. Weil die Leute beachten mich so halt irgendwie nicht. Also, auf normaler Babygröße meine ich dann. Mama Danja! Ja, super, wie sie sucht. Ja, Mama Danja! Setz dich ruhig rein. Ich weiß, wir haben schon lange nicht mehr so einen schönen Frauentag. Mama Danja, du hast ja super gesucht. Ja, ja, ich habe mich im Haus kaputt gesucht. Ja, sehe ich gerade. Hast du jetzt eine Lösung? Mama Danja, ich habe so einen goldenen Apfel gegessen. Vielleicht ist das ja das Heilmittel. Was sagst du, bin ich wieder normal groß? Ich sehe dich immer noch nicht. Ich höre dich tatsächlich nur. Oh. Aber Draco, Mama Danja, ich bin mit meinem Latein am Ende. Sorry. Also, Baby Khan, das ist doch gar nicht so schlimm. Du kannst ja, natürlich ist das schlimm. Ja, es ist nicht schlimm, aber in der Dortmund City beachtet mich so keiner. Echt? Können nicht alle diesen Zaubertrank dreimal trinken und dann ist alles okay? Dann sind alle auf meiner Größe? Nein, Baby Khan, das müssen definitiv nicht alle machen. Und weißt du, was komisch war? Der Weihnachtsmann hat mich gesehen. Ja, aber das ist ja auch der Weihnachtsmann. Okay. Der Weihnachtsmann. Aber momentan, ja, ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Also, falls was ist, komm bitte nicht auf mein Bett, weil sonst bin ich wahrscheinlich danach platt. Okay. So, komm mit Draco. Du, wo bist du? Ah, da bist du. Oh, ist das anstrengend, diese Treppen jetzt hochzukommen. So, Draco. Du kannst einmal hier schlafen und ich schlafe einmal hier. Bringt ja alles nichts. Ne? Draco, steh jetzt auf. Komm mit. Das bringt ja alles nichts mehr. Draco, komm mit! Draco, bitte! Das ist alles so blöd. Ich hab keine Lust mehr. Hast du nicht Durst? Vielleicht Hunger? Ja, du hast Hunger. Ich hab echt keine Lust mehr. Keiner beachtet mich und keiner möchte mir helfen. Baby René und Baby Claudio sind auch schon wieder weg. Da steht Zoe und nicht Draco. Baby Khan, sei vorsichtig, bist du hier? Mama Danja. Sei vorsichtig. Baby Khan. Ich bin hier an der Treppe. Was ist? Oh, du siehst aber ganz schön traurig aus. Ist das, weil du so ja, klein siehst du das? Bist? Siehst du das? Obwohl ich so klein bin wie eine Ameise, siehst du, dass ich weine, oder? Ja, weil unter dir ist eine riesengroße Pfütze. Baby Khan. Ich glaube, wir müssen mal reden. Oh, ich will nicht nach Bloxburg. Magst du dich vielleicht auf den Stuhl da setzen? Ja, warte, aber ich möchte nicht nach Bloxburg, bitte. Also. Ich glaube, wir müssen mal reden. Oh, ich will nicht nach Bloxburg. Magst du dich vielleicht auf den Stuhl da setzen? Ja, warte, aber ich möchte nicht nach Bloxburg, bitte. Also. Hey Leute, also ich bin jetzt dabei, wir sind mitten im Gespräch. Ich höre.
Psst. Sorry, Leute, aber ich höre. Also, es ist folgendermaßen, Baby Khan. Vielleicht bist du gar nicht so klein. Hm? Wie meinst du das? Naja, vielleicht bilden wir uns das ja alle nur ein. Wie meinst du das? Also, hör zu, Baby Khan. Du hast doch, also... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich kann noch langsam was nicht du so? Ernst bleiben. Findest du es witzig, dass ich nach Blocksberg muss? Du musst nicht nach Blocksberg. Ja, findest du es witzig, dass ich für immer wie eine Ameise bleibe? Baby Khan, wie groß bist du denn wirklich? Geh doch mal zum Spiegel. Komm, ja, aber ich kann mich im Spiegel ja hier nicht sehen. Aber gut, das war vorher auch so, muss ich sagen. Hm. Warte. Und jetzt setz dich mal wieder hier drauf. Ja. Kamst du da jetzt einfach hoch? Ja. Hm. Aber, also, warte mal. Aber ist das alles so groß oder bilde ich mir das etwa ein? Baby Khan. Aber, warte mal. Ein bisschen. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, aber Alarm gesagt, ich bin so klein wie eine Ameise. Ja, also Baby Khan, folgendes. Ich hab dich vielleicht reingelegt. Bin ich jetzt normal groß? Die ganze Zeit schon gewesen? Du warst die ganze Zeit schon normal groß, ja. Und. Warte mal, aber alle haben gesagt, außer der Weihnachtsmann, dass sie mich nicht sehen oder dass sie mich nicht hören. Sie haben mich gar nicht beachtet. Warum könnte das nur so sein? Hast du da eine Idee, warum das so sein könnte? Nein, wieso denn? Naja, also warte ich mal, hab stopp! Ich bin nicht klein wie eine Ameise, ich bin normal klein wie ein Baby. Ja. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Bist du. Woo! Aber lass mich dir kurz erzählen, ich endlich! Hab vielleicht... Warte! Ey, ich will dir das erzählen. Darf ich kurz meinen Tanz aufführen? Aber danach okay, will ich dir das erzählen. Erzähl, warum? Aber wie hat das denn alles geklappt? Ja, also das war gar nicht mal so einfach. Folgendermaßen lief das. Okay, Fluffy, also... Ja, ich weiß, die Idee ist schon ein bisschen heftig, aber er hat es auch ein bisschen verdient, muss ich sagen. Ich habe das aber auch schon ganz gut durchgeplant. Es müssen nur alle mitmachen. Das wäre so toll, wenn das funktioniert. Und du machst auch mit, Fluffy. Du machst auch mit. Weißt du, das Ding ist halt, wenn das klappt, dann könnte das der heftigste Prank ever werden. Und ich freue mich so darauf. Naja, also wenn es nicht klappt, dann wird es einfach peinlich. Aber das wäre ja dann okay, denke ich zumindest. Okay. Also, mein liebes kleines Fluffy-Leinchen, komm mit. Wir haben jetzt noch einiges vor. Wir müssen mit allen Leuten sprechen, mit denen Baby Khan eventuell reden könnte. Aber ich würde anfangen, ich rufe Baby René und Baby Claudio an. Ja, hallo Baby René. Du folgendes, pass auf. Ich möchte gerne Baby Khan... Ja, schön, ich wusste, dass ihr dabei seid. Ich war mir sicher. Ja, genau. Also, pass auf. Baby Khan hat schon wieder so viele Zauber... oder hat vor, so viele Zaubertränke zu trinken. Und das will ich nicht passieren lassen. Und deshalb werde ich ihn pranken und ihm dann sagen, dass er extrem geschrumpft ist die ganze Zeit. Und es kann sein, dass er dann mal zu euch kommt. Und dann müsst ihr bitte so tun, als wäre er winzig klein. Also nur so groß wie eine Ameise, nicht größer. Könnt ihr das? Okay, super, danke schön. Ich rufe auch gerade noch Baby Claudio an. Danke, Baby René, ciao. Hi, Baby Claudio. Ja, folgendes. Also, ich möchte Baby Khan pranken. Ja, ich weiß. Schön, dass du auch dabei bist. Und zwar möchte ich, dass wir alles so tun, als wäre er winzig klein. Wie eine Ameise. Ja, ist eine Strafe. Frag dann einfach Baby René, wofür. Cool. Dankeschön. Ciao. Ich habe auch ein bisschen Stress, weil, naja, ich muss ja noch mit allen anderen sprechen. Und ich lasse mir nichts anmerken. Die ganze Zeit nicht. Weil es kann ja sein, dass er mir dann irgendwie, dass er mir zuhört oder sowas. Und Fluffy, wir könnten ja dann noch so tun, als würden wir telefonieren und als würden wir ihn nach Blocksberg schicken wollen. Oh mein Gott, das wird so cool. Hey
Hey Elsa, also folgendes. Ich möchte Baby Khan pranken. Hi Ramsay, also hör zu. Ich möchte Baby Khan pranken und ich habe mir dafür was richtig Cooles überlegt. Ich will, dass wir alle so tun, als wäre... Hey Weihnachtsmann, du, es kann ja sein, ich weiß, wir reden nicht so oft mit dir. Vor allem, wenn nicht gerade Weihnachten ist und so. Aber ich würde gerne Baby Khan pranken und falls er mit dir redet... Oh, du hast schon wieder vergessen, was ich gesagt habe? Wow. Also pass auf, wir tun so, als wäre Baby Khan winzig. Du machst es einfach so lange, bis ich dir was... Oh wow, du hast es schon wieder vergessen? Okay, nochmal. Ich möchte gerne Baby Khan pranken. Hi, Mr. Fissi. Ich habe eine richtig coole Idee. Ich möchte Baby Khan pranken. Ja, natürlich ist er mein Sohn, aber was soll denn das? Ja, genau. Also passt ja auf. Ich möchte, dass wir so tun, als wäre ein... Hi, Shane. Folgendes. Hi, Justin. Hi, Lily. Folgendes. Ich habe einen Prank für Baby Khan und ihr beiden seid daran beteiligt. Und zwar würde ich gerne, dass wir so tun, als ob er winzig klein wäre. So lange, bis ich euch sage, dass der Prank vorbei ist. Ja, macht ihr mit? Oh mein Gott, wie cool. Vielen, vielen Dank. Sagt's bitte auch allen anderen in der Dognese, die ich nicht mehr sehe. Okay, wir haben jetzt noch ein, zwei Leute vor uns, Fluffy. Aber ich sehe, du bist schon ganz schön kaputt. Wir beeilen uns mal. Boah. Fluffy, bist du auch so fertig wie ich? Ich kann nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Also, wir haben jetzt allen Leuten Bescheid gesagt, dass wir Baby Khan pranken wollen. Eigentlich sollten alle mitmachen. Ich hoffe auch, dass es keiner vergisst, aber dann fällt mir bestimmt irgendeine Ausrede ein. Und ich muss das auch die ganze Zeit durchhalten. Ich muss wirklich die ganze Zeit dicht halten. Ich habe auch schon Tante Tanja angerufen, damit sie mit mir telefoniert und so, damit Baby Khan auch das überprüfen kann. Das muss ja alles wasserdicht sein, sonst funktioniert das alles nicht. Okay, Leute, also es ist jetzt alles vorbereitet. Der Prank kann starten und ich glaube, Baby Khan kommt auch schon. Was? Das hast du alles gemacht nur für diesen Prank, oder was? Sorry. Sorry? Also ich sollte jetzt eigentlich wütend sein, aber ich bin stolz auf dich, Mama Danja. Danke. Mama Danja, das ist mal so ein richtiger Prank, muss man sagen, weißt du? Also ich wusste, dass ich das von einem habe und das von dir. Also, Dankeschön. Ich sage das zwar selten, aber heute für 24 Stunden bist du die Prankmeisterin. Dankeschön, Dankeschön. Zwar nur also für 24 Stunden, sagen, aber hey, das ist richtig gut gewesen, die Vorbereitung und alles. Also, und dass du damit gerechnet hast, dass sowas sowieso passiert. Ja, aber hast du, warte mal kurz, bevor wir jetzt hier in Lobhymnen ausschwenken, weißt du auch, warum du das, also... Was ist dein Learning aus der Sache? Ja, also, falls ich Pranks durchführen möchte, erst dich fragen. Was ist dein Learning aus der Sache? Was sollst du nicht mehr tun? Dass ich mein Zimmer aufräume? Du darfst es nochmal versuchen. Oh, ja, okay. Also, ich trinke keine Zaubertränke mehr, wenn du mir das nicht erlaubst. Und ich mache nur noch Sachen, die du mir auch erlaubst, wirklich. Das gut klingt so. Gut, aber das war ja sowas von eine ganz furchtbare Lüge, Baby Khan. Aber ich mach das. Mhm. Zumindestens, okay, komm, Kompromiss. Zumindestens werde ich es versuchen. Ich werde es versuchen. Das ist ein Kompromiss, damit kann ich leben. Ich bin aber auch froh, dass du mir jetzt nicht so extrem böse bist, dass du eher beeindruckt bist von meinen Prank-Künsten. Ja, aber kann ich, also, wissen die schon Bescheid, dass das jetzt aufgelöst ist oder kann ich die jetzt nochmal kurz selber veräppeln? Hm? Natürlich kannst du sie nochmal kurz selber veräppeln. Dann gehe ich jetzt einmal kurz, komm mit, ich will jetzt einmal kurz zu Shane und Mr. Fissi. Ich bin auch total froh, dass sie mitgemacht haben, aber dass der Weihnachtsmann sich das nicht gemerkt hat, das war natürlich wieder klar. Das ist so ein Depp manchmal. Tja, es ist der Weihnachtsmann, er ist halt nur nett zu allen. Ja. Auch nett zu mir, obwohl ich ein bisschen Blödsinn gemacht habe. Ja, das stimmt wohl. So. Aber ich glaube, der hat es einfach vergessen. Der ist schon ein bisschen was älter. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Was denn? Ich werde Mr. Fissi jetzt anpupsen. So richtig ins Gesicht? Nein! Oh, Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Nein, aber ich werde ihn wirklich anpupsen und nicht so tun und mal gucken, ob er dann still bleibt oder nicht. Soll ich ihn ablenken? Nein, brauchst du ja nicht, weil rein theoretisch sieht er mich ja gar nicht. Okay, ich bleib hier draußen. So, okay. Okay, nein, ich will mir das doch angucken. Hallo, Mr. Fissi! Ja, hallo, Mr. Fissi. Mama Danja, kannst du das bitte aufklären? Ich weiß, dass sie mich sehen können. Und der Furz war für dich. Hast du den Blick von ihm gesehen, wie er die Mundwinkel verzogen hat? Tut mir leid, Mr. Fissi. Der Prank ist aufgelöst. Danke fürs Mitmachen. Oh Mann, ey. Hey, Shane, danke, es ist wieder aufgelöst. Du kannst wieder mit Baby Khan reden. Oh ja, Shane.
Und weißt du was? Für 24 Stunden ist meine Mama, Mama Danja, jetzt hier mal die Prankmeisterin. Prank Queen. Aber nur für 24 Stunden. Können wir jetzt zur Belohnung wieder zur heißen Therme, wo die ganze Geschichte angefangen hat? Wir können zur heißen Therme gehen, aber danach können wir auch gerne nochmal zu dem Lavendel-Dingsbums gehen. Vielleicht bekommen wir ja heute mal einen Marienkäfer. Kaufst du mir auch eins? Ich kaufe dir eins, ja. Yes! Ich bekomme aber erst zur heißen Therme. Ja, also wir gehen zur heißen Therme, dann gehen wir einen Lavendel kaufen. Mhm. Aber ich werde mir zur Strafe heute keinen Lavendel kaufen, weil ich hatte schon einen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber du bekommst einen. Das finde ich, das ist das Beste, was mir heute passieren konnte. Also zuerst erfahre ich, dass Mama Danja richtig gut im Pranken ist. Und dann erfahre ich, dass ich, guck mal, mein Draco ist auch schon fast ausgewachsen. Ja, ist es dann schon der zweite oder der dritte? Das ist der zweite. Der zweite? Mhm. Ich bin immer noch am ersten, Fluffy. Ja, ich weiß, du bist ein bisschen langsam. Ja, das stimmt wohl. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. So, wollen wir dann jetzt kurz? Sofort, warte. Fluffy will noch ein bisschen hier bleiben. Fluffy gefällt es hier immer so gut mit dem Mond und den Sternen und so. So, let's go. Ich möchte jetzt meinen Lavendel. Kommst du mit? Ja, ich komme. Ich fahre in meinem Auto. Es ist mein Auto, Baby Khan. Wir haben abgemacht, dass ich das Auto wiederbekomme. Ja, bekommst du nach dem nächsten Date. So. Kaufst du und weißt du was? Du kannst ja zweimal Lavendel kaufen. Und dann die Marienkäfer, die da rauskommen, die gibst du mir. Okay. Und ich soll die beide auch auspacken? Ja, ich glaube, weil sonst geht das nicht anders. Okay. Los jetzt! Aber ich kann dir den Lavendel auch geben eigentlich. Ja gut, dann gib ihn mir. Okay. So, komm, du kriegst dein Auto wieder zurück. Ist in Ordnung. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Ich will ja nicht so sein. Oh, das wird super. Vielleicht kriege ich ja diesmal wirklich einen Diamant, Marienkäfer. Ich meine, wir hoffen es mal. Ich habe meinen Draco auch ziemlich lieb, aber... Bezahlt? Ja, schon ziemlich viel. Oder? Aber ich würde auch gerne einen Diamant-Marienkäfer jetzt haben. Oder noch einen goldenen. Schauen wir mal. Und wo finde ich die jetzt? Bei Essen findest du die. Oh, okay. Ich will die aber nicht essen. Naja, aber gut, die Marienkäfer essen die doch. Oh, ein normaler. Und dann gehe ich unten zu diesem magischen Brunnen oder zum magischen Wasserfall. Komm da auch mal hin. So, ich versuch's mal. Und was ist es? Oh, nochmal ein normaler Marienkäfer, aber nicht schlimm. Na gut, wir haben immer noch keinen Diamant-Marienkäfer, aber so ist das wohl. Ja, ist nicht schlimm, ist auch süß. So, Mama Danja, um die Sache mal abzuschließen. Ich bin sehr stolz auf dich, du hast mich voll erwischt. Danke. Dankeschön. Hätte ich von dir niemals, froh, dass es geklappt hätte ich von dir niemals erwartet. Und natürlich werde ich mich nicht an dir rächen. Aber, Bibi Claudio, Bibi René, wenn ihr das jetzt hier mitbekommt, ihr wart bei dieser Sache dabei. Und für euch habe ich da was ganz, ganz Schönes im Kopf. Also, seid gespannt. Und ich bin jetzt endlich wieder ein normales Baby Khan. Tschüss. Ciao.